Hey, herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der. Auf diesem Marsch. Wir werden jetzt auf Feld Nummer 26 gehen. Bringt zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Und wir haben zu tun. Aktuell ist noch für die Ernte zu nass. Den Kurs werden wir gleich speichern. Mal gucken, wie viel Feld heißt. 26. Klappt super. Dann kann er gleich auf 18 beginnen. Da werden wir gleich ein paar Ballen einsammeln. Der Schaden hält sich in Grenzen. Der macht auch seine Arbeit. Ist mal LKW. Also im nächsten Jahr werden wir ein bisschen andere Arbeiten machen auch. Aber aktuell sieht so aus, dass wir, ja. Würde ja gerne dreschen, aber es geht ja nicht. So, brauchen wir noch 8 Stück. Für die Grasballen zum BGA bringen, egal welche. Full! Haben wir jetzt den ersten BGA nach Nord. Ich wollte Säge wegbauen und Holzfälle. Beides nichts geworden. Aber wir werden im Winter den Wald abholzen, wo das Sägewerk hin soll. Das ist schon mal sicher. Vielleicht werden wir auch nächstes Jahr wissen. Dings machen. Mais. Wir haben eine Hexe. Aber nutzen, ne? So, nächsten Ballen holen. Ist immer noch feucht? Halb drei, das gibt's doch gar nicht. Das ist schlecht. Einer mit Föhnen gehen und föhnen und trocknen. So, mal sehen. Ändern sich nehmen. Ja, das Laub ist braun, ne? Also rötlich braun, kann man sagen. Ein bisschen gelb dabei noch. Schick, schick. Bin ja gespannt. Und die ballen sich. Die Ballen werden morgen zu Silage sein, das ist kein Problem. Wenn das Symbol mal weg sein sollte, mit der Feuchtigkeit geht es sofort los. Ja, die
kann die anderen Felder ja nie fertig. Werden ja im Winter nicht trocken. Trocken höchstens mit Frost. Naja, aber im Norden ist es meist nicht so. Ist eher das Wetter nass. Die Wiese werden wir auch nicht umflügen, die werden wir entsprechend im Frühjahr benutzen als Wiese. Ja, mal sehen, haben wir entschieden. Ich bin da eigentlich sehr flexibel in der Entscheidung. Wir können unsere beiden Ballenpressen auch wieder weiterpressen. Oh ja. Yeah. Ich glaube, wieder verkehrt angefangen. Wieder außen. Oder könnte man ja ändern, ne? Wenn man den Kurs lädt, kann man den Beginn ja ändern. Mal sehen. Mal probieren. Dass der in der Mitte anfängt und jetzt zum Schluss die Außenbahn macht. Stehende sieht nicht so im Wege. Immer noch feucht. Braucht lange zum Trocknen. Das sieht doch eher abends um 3 ist immer schlecht. Mal das Getreide häckseln. Ja, aber Blödsinn. Scheiße, ist ja schlecht. Müsste man um 3 nochmal messen, die Feuchtigkeit, wie feucht das ist. Und wie es ein bisschen trockener geworden ist. So. Lass dich überraschen. Tachchen. Die Ballen werden nicht reichen. Kriegt noch nicht voll alles. Schlecht. Müsste bald der andere wieder fertig sein, ne? Oktober 26. Ja. Dann werden noch 6 Ballen fehlen. Wer hat durch Tränen reifen? Trocken? Nö. So, fast fertig. Ja, Raps wäre auch so eine. Können wir nicht leisten. Dann werden wir von Feld 24 zur anderen BGH fahren. Und hier zu der Nord. Süd. Bringen wir durcheinander. Geht gleich zur
Ein Apfelhaufen. Ah, da eine andere Wachstufe ist. Na ja, wohl. Trocken, 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 trocken. Ah, das ist trocken. Ah, so. Das ist trocken. Deswegen hat sich die Farbe das Gras geändert. So, der war links. Ersten Wegpunkt. Da muss ich mal gleich gucken. Jetzt gehen wir auf 1, das ist ganz wichtig. Weil und Stroh, Lose, Hexer, klein machen, brauchen wir nicht. Ich mache den Anfang zuerst, weil. Na, Hexer. Weil. So. Auf geht's! 15 Uhr, lange gebraucht. Aber gleich mitmachen, Wir extra nacharbeiten hier. Einmal frei. Es läuft. So. Jetzt kommen wir gleich um den nächsten Gras. Stückchen kümmern. Nächste Wiese. So. Da ist den alten kurz mal löschen. Und gleich wieder auf Feld Nummer 18, eine Bahn. Hier können wir 2 nehmen. Ja. Oder eine. Beginnen auf Feld rein. Mal Meter. Ja, da oben ist Wald. Da ist gefährlich. Gut. Lass ihn mal reinfahren. Hat mal geklappt. Von der Mitte. Gleich speichern. Das ist Feld Nummer 18. 18. Mehr. Auf. Wieso der erste wäre voll? Wieso ist das trocken, das Gras? Das andere war nass. Die beiden braunen noch ein bisschen. Ja, aber die anderen Felder, da sehe ich schwarz. Da bin ich. Der Meinung, da fehlt nichts mehr. Kann man nicht ändern. Weiß nicht, warum ich jetzt auf FPS auf 30 geht nur, aber stabil auf 30.
So, da bin ich. Mach voll, Junge. Für dich dran, aber. Genau. So, dann gleich der nächste. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, wenn ihr nicht täuscht. Nicht täuscht, also. Kann täuschen. Ist ja mal Weihnachten, ne? Ja, um den kümmern wir uns gleich. Das war Feld Nummer 24. Dann wird der auch gleich voll sein. Kann nicht viel fehlen, ne? Da bin ich nur echt gespannt. Wo die anderen Felder, das, na, der Trockenheit hat nichts zu tun mit Status. Wenn ihr noch sprechen könnt, ne? Ist der auf Weiterfahren programmiert? Dann muss ich gleich ändern. War das mir echt zu blöd, da hinterher zu fahren, wenn vor allem in die Kurve kommt. Und die Zeit habe ich nicht. Und dann in der Kurve ist das blöd ungünstig. Ja, was sehen wir jetzt hier aus? Gras? War ja geplant. Und das wird ja jetzt im Frühjahr nichts, ne? Aber ich brauche nicht düngen vorher, das wäre Quatsch. Das haben wir durch. Aber Gras wäre die Logik von der Fruchtfolge her. Das ziehen wir durch. Aber damit wir bescheiden im Frühling. Ne? Also entweder machen wir Sonnenblumen oder wir machen dann nachher Mais. So, liebe Schau, das war's für heute, für die heutige Folge. Danke fürs Reinschauen. Ich glaube, heute kommt noch eine zweite, wenn ich den Tag erinnern. Richtig sehe. Dann seid mal Tschüss und Finke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns später gleich wieder. Ciao.